Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crash Team Racing Nitro Fjord. Und das am 26.06.2019. Ja, wir wagen uns erstmal noch hier im zweiten Gebiet heran und machen zuerst Pavos Pyramide mit dem Zeitrelikt. Und ich weiß zumindest jetzt, wie man alle holt, und das ist ziemlich easy. Wenn ich mal ehrlich bin, und darum machen wir das jetzt auch. Und, ja, es ist ein bisschen kühler. Weil ich wollte erstmal so am Tage nicht aufnehmen, wo die Sonne geknallt hat und voll die Hitze heute. Ey, 36 Grad heute, ja, total krank. Und ja, ich bin heute davon ausgegangen, heute sind 39 Grad, ich wollte heute gar nicht aufnehmen. Aber ich brauche noch ein paar Parts, ist mir eingefallen. Ja, deshalb machen wir jetzt erstmal hier mit den Zeitrelikten und CDR-Chips weiter. Und hier weiß ich, wie ich jetzt alle Kisten hole. Ja. Mich dann nämlich beim letzten Mal auch gewundert, wie man an diese eine kommt, die da ganz oben drüber schwebt. Ja, ich weiß es ja jetzt. Deswegen machen wir weiter. Aber komm, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe hier. Dreiviertel Stunde machen wir jetzt mal ein bisschen. Deshalb habe ich nicht so viel Zeit heute, darum nur eine Dreiviertelstunde. Na so, dass wir die ersten 30 Parts schon mal haben. Insgesamt habe ich 24 fertig und dort werden jetzt die nächsten. So, alle bekommen. Nice. Und jetzt sorge ich erstmal noch dafür, dass ich die anderen bekomme. Hier einfach. Ich hoffe nicht zu essen. Dumme Pflanze. Das hat Zeit gekostet. So wäre ich niemals drauf gekommen. Alter, ist das dein Ernst? Du dumme Dreckspflanze. Aber so wäre ich nie darauf gekommen, dass man da so ran muss. Boah, Alter, ich kann ja mal sowas von nicht. Das gehört mit meinem Handy? Ja, sorry auf jeden Fall. Das war nicht mit Absicht. So, 20 Kisten noch. So, noch 18. Komm, die muss ich auf jeden Fall kriegen, die 18 Stück. 1 Minute 34, das ist doch easy. So, jetzt nehme ich erstmal hier die ganz hinter. Und dann da über das Brückengeländer. Und zwar hier. Den Rest hole ich mir noch. Die noch. Die. So, die letzten 10. Einen habe ich schon mal. Daniel, nur noch 8. Komm, ich will Gold haben. Ich will mal wissen, wie viel ich für Gold brauche. Das wäre mal interessant. Okay, haben wir die. Jetzt will ich mal wissen. Ah ja, hier. Ja, okay. Lass ich mal gelten. Ja, runter. Ich will nur die Kiste hier. Aber das schaffe ich nicht. Ja, immerhin. Ich weiß jetzt wie. So, wer ging mir denn jetzt hier auf den Sack, während ich hier aufnehme? Ach so. So. Und zack, jetzt schaffen wir den Kack aber mal. Ja, das will ich jetzt schaffen. Bin heiß drauf. Bin richtig spitz auf diese Strecke hier. Darum wollen wir das jetzt schaffen.
alle willkommen. Boah, bin ich ein Gott. Ein Zeitgott. Warum frisst du mich, du dumme fleischfressende Pflanze? Habt ihr nur eine Chitan? So, und die hier drüber jumpen. Hep! Immerhin. Ich darf nicht immer so oft erwischt werden. Immerhin haben wir die bekommen. Die auch. So, die haben wir auch. Ist hier um die Ecke. Hep! 18 Kisten. Nice, nice. Nehmen wir die äußere. Und dann da auf die Pyramide. Jumpen. Hi. Ach ja. Ja, fress mich doch. Ich bin schon so lecker, ich weiß. Ich weiß, es schmeckt gut. Ja, lassen wir mal gelten. Aber es ist nicht einfach, alles zu bekommen. Ne, wirklich nicht. Danach will ich die CDR-Herausforderung hier machen. Ja, wie habe ich danach vor? Können wir nämlich Papus Pyramide in einem Rutsch eigentlich erledigen. So haben wir auch. Denke mal, hier noch die eine um die Ecke. Ja, genau die. Und die hole ich so. So, nur noch drei. Ich weiß, wo die letzten sind. Nee, nicht mit mir. Die will ich haben. Dankeschön. Die hier. Und mir fehlt eine. War denn da die letzte? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich für Gold brauche. Das ist jetzt mal interessant. Jetzt will ich jetzt mal ganz genau wissen, wie viel ich für Gold benötige. Komm, mach. Ja, schön. Tiny Tiger. Ne, machen wir aber nochmal. Weil ich will rausfinden, wie viel ich jetzt für Gold brauche. Ja, dann könnte ich das nämlich schaffen. Und danach machen wir den CDR-Dingsbums. Weil, dann haben wir Papus Pyramide abgehakt. Dann machen wir nämlich die nächste Level. Weil ich dann spätestens am Wochenende weitermachen möchte. 1:09. Okay. Kein Problem. 1:09, das ist ja eigentlich schaffbar. Doch, doch, das ist schaffbar. Man muss nur die Abkürzung bedenken, die man nehmen müsste. Ich bin ja so lecker, du Scheißvieh. Ich weiß, wo eigentlich alle Kisten sind, aber ich glaube, ich habe da eine verpasst. Weil ich habe ja das Relikt ja hier schon, aber ich würde es gerne in Gold haben. Das sieht einfach besser aus. Und schicker.
Das können wir danach holen. Du hast mich gefressen. Spuck mich aus. Ich schmeck sehr furchtbar. Klar. Wo hat es mich denn bitte... Hä? Verstehe ich nicht. Mich denn das Vieh bitte erwischt? Bestimmt die Äußere hier. Ja, ja. So, das hier. Das in der Mitte. Und das war's schon. Nochmal zum Schluss das Äußere da. Weil die in der Luft will ich jetzt erstmal haben. Na, ja, den einen hole ich noch eben. So, haben wir. Können wir jetzt weitergehen. Und ich hole mir jetzt den an der Pyramide. Ja, das war auch ein perfekt gekonterter Landesprung. Mist. Aber hier Gold zu holen, das ist nicht easy. Manu, was ist denn los heute? So. Jetzt will ich euch mal besser werden. Nicht in der letzten Aufnahme, wie ich da so war. Einfach nur schrottig. Kann man ja nicht anders sagen. Da war ich einfach nur grottig, gebe ich zu. So, immerhin bisher alle bekommen. Krieg die nicht mal, Alter. Was bin ich denn für ein Haufen Kot? ...20 Kisten. What the fuck, ey. Bin in Runde 2. So, die habe ich bekommen. Ja, du Scheißviech, hast mich doch so gefressen. Komm, spuck mich aus und weg. Ja, okay. Dann eben in der letzten Runde. Kein Problem. Hier rum. Und rum. Turbo. Und die ganz außen. Und dann ist einer noch um die Ecke, weiß ich. Genau der hier. So habe ich auch. 1 Minute 9 finde ich sehr utopisch. Ich
weiß nicht wieso, aber... das schaffe ich nicht. Ey, das muss ich anders machen, das ist doch kacke. Ich verschwinde wieder meine Zeit hier. Ich brauche einfach zu lange für solche Scheiße. Bin einfach in dem Spiel sau schlecht. Ah, die trifft mich. Nee. Man muss nur die perfekte Gangschaltung hinbekommen. Und dann klappt das ja auch. Da funktioniert nämlich auch alles. Nicht nur das. Es war einfach ein riskantes Manöver eben. Elf Sekunden, Alter. Halte ich meinen Rekord in Dauer-Uhrzeit. So, dann gehen wir mal nämlich hier hin. Dann ist hier ein Pyramidenritt. So, das habe ich eh gemacht mit Absicht. So, viel fehlt nicht mehr. Die. Die. Und die hier außen. Ja, jetzt kommen diese ganzen Kinder raus und fangen da an rumzuschreien, so wie die Verrückten. Egal. Ignoriere ich jetzt einfach mal ganz getrost. Ich will fuck Gold haben. So, drei Stück noch. Ich weiß, wo die sind. Einer hier um die Ecke. Genau, der hier. Der andere hier. Ja. Und der letzte weiß ich ganz genau wo. Der ist nämlich am Ende des Ziels. Und zwar da. Und damit hätte ich Gold. Boah, Alter. Schön. So, jetzt holen wir noch den CDR-Chip.